Also wir haben als Schule hier uns zum Ziel gesetzt, dass jeder Schüler einen Friedensschmetterling macht. Ein oder zwei oder vielleicht auch mehrere, je nachdem. Und damit wollen wir eben unsere Anteilnahme zeigen, dass wir den Konflikt wahrnehmen und eben auch Position beziehen für den Frieden. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass wir eben ja, mit den Ukrainern mitfühlen. Und dass wir eigentlich nicht dahinter stehen, dass Russland den Ukrainern da den Krieg erklärt. Danke. Davon morgen Friede sei mit euch. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Lasst uns nach vorne singen, den Weg gemeinsam gehen, lieben und vertrauen, auch in Frieden bauen. Shalom, 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 shalom. Was soll das hier bedeuten für die Ukrainer? Also wir haben das gemacht, um von unserer Schule aus ein Zeichen für den Frieden zu setzen zwischen dem Krieg von der Ukraine und Russland. Und ja, genau. Bedeutet Ihnen das viel, was Sie hier machen? Also ich finde, das ist eigentlich ein relativ wichtiges Zeichen, um auch zu zeigen, dass halt viele Leute auch hinter Ihnen stehen und an Sie denken. Mhm, danke.